Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, was geht ab? Mein Name ist Jeder Bizzelli und willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Moin. So, ich bin erstmal wieder ganz plötzlich hier ins Video reingeplatzt. Thomas, die Leute haben sich aufgeregt, ne? Die haben sich alle drüber lustig gemacht. Hättest du diese Scheibe nach außen oder nach innen gepackt? So. Hättest du die nach innen gepackt? Ich hätte das so komisch gefunden. Die Sache ist, als ich hier gesessen habe und es gesehen hatte, ich habe mir gedacht, ach, innen wäre cooler gewesen, aber dann hätte man ja hier auch ringsherum das irgendwie schön machen müssen, also abspachteln oder so. Ja, das habe ich ja sowieso noch vor. Ja, dann nach innen. Ach, innen? Aber dann hat man so, da hat man eine 2-3 cm dicke Kante außen, wo sich dann so der Dreck sammelt. Wieso, du könntest ja von innen ausschneiden und die direkt vorne an, hier, guck mal, direkt hier vorne ransetzen. Du schneidest hier noch ein Stück raus. Wie willst du denn da so rausschneiden, nur das Stück aber nicht durch? Ah, nee, da ist auch noch Holz. Ja, nee, ich hätte das so gemacht, wie das alles sieht super aus. Ja, also wir müssen ganz ruhig sein eigentlich. Grundela und Klausi schlafen noch. Oh, denn ja, ist noch früh. Es ist wirklich theoretisch früh. Wir haben schon 10 vor 10. Oh mein Gott, ist schon so spät. Wollten wir nicht um 8 los oder irgendwie sowas, ja, ursprünglich? Nee. Naja, auf jeden Fall, wir gucken später ins Aquarium. Das ist wirklich noch komplett dunkel und das ist noch kein Licht an. Die schlafen tatsächlich alle noch. Als ich gerade reingekommen bin, ist das Licht angegangen und die Krabbe davor, da hat übelst einen Schock bekommen. Sorry, Mr. Krabs. Wir fahren heute nach Karlsruhe nochmal. Markus will mich eigentlich gar nicht da haben. Der will mich unbedingt in 2 Wochen da haben, weil dann kommen die ganzen Importe und momentan hat er gesagt, ey, ich hab übelst wenig hier, komm nicht vorbei. Das ist voll scheiße, wenn ich nichts da habe. Aber ich habe gesagt, doch, ich komm vorbei. Wir wollen mal zeigen, wie es so aussieht, wenn so ein Laden einfach nichts da hat. Nee, ich brauche auf jeden Fall was gegen Algen. Ich habe immer noch Algen. Da gucken wir aber später nochmal rein, wenn das Licht an ist. Jetzt kann ich jetzt nicht so viel sehen. Und ich will jetzt auch meinen ersten Fisch holen. Den ersten richtigen freischwimmenden Fisch. Ja, oder? Irgendwie ist eine Grundel ja auch ein Fisch. Verdammt, stimmt. Aber ich meine so einen, der auch so wirklich rumschwimmt, weil Grundel hängt die ganze Zeit nur vor der Höhle. Stimmt, die habt ihr noch gar nicht gesehen. Die muss ich auch noch hier zeigen. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn man selber einen Laden hat, dann sieht das nochmal aus den eigenen Augen ganz anders aus, wenn man sagt, ich habe nichts da. Wir sehen wahrscheinlich gar keinen Unterschied oder so. Ich wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich gar keinen Vergleich habe. Ich weiß noch nicht genau, das ist nämlich jetzt auch das Ding, wir werden wirklich jetzt, ich habe noch keinen Plan, was ich holen werde. Wir werden jetzt wirklich mal aktiv gucken, was so da ist und dann, naja, wir werden es einfach sehen. Eine Kleinigkeit wollte ich noch sagen, bevor wir da sind. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ganz viele Menschen gerade extrem am Rad drehen, weil gerade Corona ist. Also viele gucken mir ja immer so zu und beurteilen das so, als hätte ich gerade komplett Freizeit, ne? Ihr müsst natürlich auch dazu wissen, dass das jetzt gerade auch meine Arbeit hier ist und ich damit auch meinen Unterhalt verdiene und ich darf jetzt auch irgendwo hinfahren, obwohl gerade Corona-Lockdown ist. Ich habe das jetzt schon ein bisschen versucht rauszuschieben, es kam ja schon länger keine Aquarium-Videos mehr, weil ich jetzt auch nicht unbedingt so extrem viel unterwegs sein will in der Corona-Zeit. Aber ich mache das hier nicht nur aus Jux und Dollerei oder so, ne? Weil es gibt immer mal wieder Leute in den Kommentaren, die auf sowas halt irgendwie abgehen. So, Freunde, wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, ich muss das Auto gleich umpacken. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ich kriege das alles so ein bisschen mit der Lautstärke hin mit der Kamera. Das ist immer so viel hier. Was ist das für eine Ansage? Moin! Ich bin ganz verstört. Moin, guten Tag. Boah, Alter, guck mal, wie die Sonne hier reinknallt. Oh, ich glaube, das ist meine Wunderkoralle. Aber ist das meine? Das ist meine, ne? Die erkenne ich doch wieder. Aber Thomas, jetzt guck doch mal, jetzt, was ist das denn hier? Die brennt ja. Die sehen auch so aus wie in dem Video, was wir gesehen haben. Was sind das denn für Korallen? Das letzte Mal da war, habe ich die noch nicht gesehen. Was ist das? Warte mal, wie war das? Er hat ja nichts da, ne? Ja, gut, das ist Schauaquarium hier. Aber wie krank ist, ich weiß nicht mal, was das ist. Wie heftig sieht die aus? Sieht aber auch schon super geil aus hier, ne? Weil, guck mal, wie die schwabbelt. Euphilia, genau. Euphilia. Die Golden Torch. Nee, das ist die Golden Torch, oder? Nee, das ist eine Wunderkoralle. Hab ich dann nicht fertig, Alter. Hast du doch mehr Ahnung als ich. Ich wollte hier ein bisschen glänzen, ey. Sieht aus wie so ein Planet. Boah, die sieht aber echt auch krank aus. Stimmt. Wow, die sind ja auch cool. Du bist Euphilia-Fan, ne? Die finde ich schon gut. Ich mag das Schwabbeln. Alter, Falter. Aber die ist echt geil. So ein bisschen lila, ne? Ey, mega. Das ist schon eine New York Knicks. New York Knicks? Also wegen der Mannschaft? Keine Knights, sondern Knicks, genau. Guck mal, da ist in der Mitte grün. Boah, was ist das denn? Unten. Krass. Ist das ein Acropora? Das ist eine Montipora. Montipora? Samantosa. Echt, das ist eine Montipora? Ich check rot, das immer nicht. Zum Glück hast du nichts da, da fallen dir so ein paar Sachen mal mehr auf. Aber jetzt musst du mir kurz erklären, was ist das hier? Was ist das hier alles? So sage ich jetzt mal die Perle vom Meerwasser. Aber wie heißt das? Acanthophyllia deschayana. Das ist ja wirklich krank. Also das vor allen Dingen so farblich dies heftig. Ganz, ganz selten. Die kommen in Australien vor, in Indonesien vor. Also überall eigentlich. Aber nicht überall. Die kommen davor, aber halt selten, oder wie? Genau. Selten, ja. Das ist halt so das High-End, sag ich jetzt mal, so eine Koralle kostet 1000 Euro. Nee. Eine. Im Ernst? Ja. Krass. Das ist auch nicht auf dem Markt. Oh. Hier hinten ist das auch so eine, die ganze große? So die ist nur besonders groß aufgepumpt jetzt? Oder die ist einfach größer vom Skelett her. Die ist schon an sich groß, aber spielt preislich keine Rolle. Spielt preislich keine Rolle, ne. Haben alle gleiche Kosten im Einkauf. Krass. Die sind halt ziemlich selten. Dann nehme ich eine kleine. Und sind auch über 10 Jahre alt. Wow, echt? Gut zu halten von der Haltung und halt Farbe prächtig ohne Ende. Donut-Koralle sagt man auch dazu. Ein dicker Donut, ey. Ja, und ich sag's mal so, wenn du grüne Variante, nur und die, grüne. Und die kriegst du einmal alle 3 Jahre oder schon eher regelmäßig? Wenn's du läuft, vielleicht in 10 Jahren auch nicht. Also doch so übertrieben sein. Krass.
ich finde die auch übel krass. Ja, die ist auch super heftig. Scheibenanemone, ne? Meine ich ja. Rhodactis Bounce Mushrooms. Bounce heißt, es gibt normale Rhodactis, wir haben die Blasen nicht. Auch hier oben einfach so eine Euphile, die hat teilweise grüne, teilweise blaue Tentakel. Ja, das ist auch was ganz Seltenes. Habe ich so in meiner 20-jährigen Laufbahn noch nie gesehen. Also krass. Das ist eine Glabrezenz-Hybrid, also wirklich zweifarbig. Letztes Mal war ja der super krasse Eyecatcher, waren ja hier die Rockflower-Anemonen. Jetzt, wo die aber da sind, klatschen die nochmal weg irgendwie, ne? Also das ist ja wieder super heftig. Es gibt immer noch eine Steigerung. Ist das eine Weichkoralle? Das ist eine Lederkoralle. Lederkoralle, so Pilzkoralle. Lederkoralle. Aber wieso hat die so flexible Tentakeln? Weil das ist auch eine spezielle, die kommt vom südchinesischen Meer und in der Farbe als auch übertroffen, sage ich jetzt mal. Hast du nicht auch so eine grüne? Ja, aber nicht so, guck mal, erstmal wie viele. Genau, aber also dran. Ja, aber vor allem nicht so flexible. So, die sind, die wedeln ja extrem in der Strömung. Aber schon krass, ne? So Korallen hast du auch noch nicht gesehen, ne? Ja, ich generell ja nie so viel. Ja, aber ich meine nur, weil wir waren, wo wir das letzte Mal waren, so wenn du das auf einmal so siehst, was ist denn hier los auf einmal, ne? Also Leute, ich muss wieder gucken, ich muss schauen, dass das Video jetzt nicht wieder übertrieben lang geht, weil wir haben jetzt schon wieder richtig viele Korallen, die wir uns anschauen. Eigentlich soll es aber gar nicht so sehr um die Korallen gehen, sondern es soll ja eigentlich um Fische gehen. Aber es gibt halt immer richtig krass viel hier zu sehen. Jetzt haben sie schon wieder was anderes gefunden. Hallo, es geht hier eigentlich um Fische. Hallo. Ja, aber guck mal, wie die da. Das ist eine Rockflower-Anemone. Meine sieht aus wie die da hinten so ein bisschen. Die langweilige. Ja. Guck mal den Stein an. Was ist das? Ein Stein mit? Scheiben. Aber Scheiben-Anemone. Aber krass. Geil. Das sieht aus wie diese, wie heißen die Pflanzen? Sukkulenten oder sowas irgendwie? So ähnlich, ja. Das hier sieht aus wie ein Dinosaurier. Was ist das denn? Pectinia. Auch was Spezielleres. Das sind jetzt auch die ersten Ableger, was wir gemacht haben. Sehen aus wie so Dinosaurier-Fundstücke. Und ich merke gerade, hier sind ja auch Fische drin. Ich gucke trotzdem die ganze Zeit nur auf Korallen irgendwie. Ich hätte ja theoretisch mir auch mal die Fische angucken können und dich dann fragen können, ob da was potenziell dabei wäre. Der hier zum Beispiel, der kleine blaue, ne? Den haben wir schon für dich reserviert. Okay, alles klar. Der wäre potenziell was für meinen. Das ist die Demoselle, ja. Und der frisst halt auch. Ja, aber der frisst halt auch Granaten. Ach echt? Und ich habe hier eben noch einen 6-Streifen-Lippfisch rumschwimmen sehen. Ja, das sind zwei. Wäre auch potenziell was für mein Aquarium. Da ist ein Mandarin-Leierfisch. Ja, der sieht auch super geil aus. Das ist der erste Fisch, der mir im Kopf geblieben ist, so aus der Meerwasser-Aquaristik. Warum so ein schönes Männchen heute nicht? Das ist schon entschieden, ich muss mich gar nicht entscheiden. Deswegen können wir auch Korallen. Du hast dich doch schon entschieden, dass du ihn haben willst. Deswegen können wir auch Korallen die ganze Zeit gucken. Nachher nehmen wir die Fische und packen die bei dir aus. Ja, das ist das Ding bei Markus, das muss ich gar nicht entscheiden. Er sagt, hier, den nimmst du mit, den nimmst du mit, alles klar. Ich muss. Ja, das wird einfach deswegen übernommen. Deswegen können wir auch über Korallen reden. Nee, du darfst gerne. Also. Das wäre der Rubeus. Ah. Ja. Ich sehe man hier irgendwo besser. Ist das Lippfisch auch oder? Und der wird hier, höchstens 4 bis 5 cm. War sogar die Erstbestimmung erst 2016 von dem Fisch. Kommt ausschließlich aus Sri Lanka und den Malediven. Weißt du, ist das auch so ein Lippfisch oder was? Oder? Das ist ein Lippfisch, ein Zwerglippfisch, ja. Aber ein nicht so nützlicher Zwerg. Lippfisch. Das ist doch immer so. Das ist ein Prachtlippfisch. Es gibt so die hübschen und dann gibt es die fleißigen. Das ist wie mit Amano-Garnelen, ne? Die sehen nicht so Bombe aus von der Farbe her, aber sind halt die fleißigsten. Ne? Mit dem Blau vorne drauf. Also wenn der richtig, hier schon keine schwache Beleuchtung, sage ich jetzt mal bei uns. Ja. Wenn der richtig im Licht schwimmt, Granatenfisch. Und alle Bälle nicht groß, genau optimal für die 150 Liter Anlage. Und könnte theoretisch mit dem 6-Streifen-Lippfisch auch noch zusammengehalten werden. Ja. Der ja dann wiederum aber viel das Arbeit macht. Das ist eine andere Rasse. Und das sind die mexikanische. Ach geil, in so einer Farbe. Ach krass. Und die brauchen wir für deine Algen. Fluktose. Eine mexikanische Algenschnecke sagt man dazu. Turbofluktose. Sieht aber cool aus. Und die räumen halt richtig alle Algen weg. Auch Priopsis haben wir schon festgestellt. Schmieralgen oder Fadenalgen oder egal. Alles. Stimmt, Leute, abseits von den Fischen brauche ich auch noch was hier für meine Algen. Zum Beispiel jetzt noch mehr von diesen größeren Schnecken. Oder ich glaube auch noch Krabben spielen auch noch eine Rolle. Das sind auch die Algen, was du auch hast. Guck mal. Ja, das sind meine Algen, ja. Zwei Schnecken rein, das Becken ist innerhalb von 2 Tagen. Habe ich die von dir bekommen, die Algen? Glauben nicht. Aber sicher bist du denn nicht. Bei uns kommt sowas nicht. Nee. Kann echt sein. Das Hauptproblem war, dass halt den Phosphat anstieg damals. Ach, das war, wo die Cyanus gestorben sind und dann nochmal auf 0,2 oder so ist hochgegangen. Ne? Das war so ein bisschen der hauptausschlaggebende Punkt, sage ich jetzt mal, dass deine Algen wieder ein bisschen gekommen sind. Und was machen die Schnecken, wenn die keine Algen mehr finden? Ja, Algen ist sozusagen fast immer ein bisschen hart. Das reicht irgendwo. Das reicht dann. Du hast noch irgendeinen anderen Lippfisch, hast du mir, glaube ich, noch gezeigt. Den Höhlenlippfisch, jawohl. Der Höhlenlippfisch ist der mal mitkommen. Maximal 5 cm groß, selten zu bekommen, ganz friedlicher Kumpane. Irgendwo kommt er jetzt gleich raus. Ach, den meintest du, da hinten ist er. Da hinten ist er, genau. Ja, der sieht auch cool aus. Der ist zwar farblich jetzt nicht so intensiv, aber der hat ein cooles Muster. Die Größe macht es aus von dem Lippfisch. Er wird nur 5 cm, ein Becken bis maximal 100 Liter, kein Problem. Der erinnert mich total an Schokoguramis. Der sucht auch den ganzen Tag. Aber auch wie der schwimmt, der schwimmt ja auch immer so. Ja, ja. Ein bisschen so...
dusselig. Soll ich machen? Wo soll ich hin? Der sieht schon sehr außergewöhnlich aus. Weißt du, und er sagt mir, er hat nichts da. Er hat super geile Fische. Das ist unsere Anforderungen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst reingekommen. Das Video ist schon wieder 30 Minuten lang. Ich habe noch einen Rucksack an, meine Jacke an. Es geht eigentlich noch gar nicht richtig losgefühlt, aber trotzdem schon wieder Input hier ohne Ende. So, was haben wir hier noch rumliegen? Der ist ein bisschen leerer jetzt hier gerade. Ja. Zeig dir mal den blauen. Das wäre der Clusteria Springeri. Ja, der ist halt knallblau, ne? Ja, das ist jetzt blaulich dann, aber in der Taglicht ist der wirklich knallblau. Und wird auch nicht groß. Davon würde ich auch einen empfehlen, definitiv. Einen alleine? Einen alleine, ja. Ohne Partner oder sowas? Partner. Brauchen die nicht? Nein. Zanken die sich immer? Die zanken sich, wenn sie eine gewisse Größe erreichen. Ja, wenn sie klein sind, dann nicht. So kleine Tiere. Das bringen auch viele Leute durcheinander, sage ich jetzt mal, wo sagen, ach, das ist ein Schwarmfisch. Mhm. Aber wenn die mal, sagen wir mal, größer werden, in einem ziemlich kleinen Aquarium, man hat zu viele drin, dann fangen sie sich an, will halt einer der Chef sein und dann die haben ja Territorien so ein bisschen. Ne? Deswegen würde ich da auch nur maximal einen empfehlen. Die Clownfische sind auch mega cool. Clown, die sind geil, ne? Das sind diese mit zu viel Weiß. So eine spezielle Zuchtform wieder, ne? Spezielle Züchtung. Die ach, Züchtung auch ist das? Ja, ja. Nee, ich weiß, dass man die züchten kann, aber ich dachte, dass diese Form, Farbgebung auch nee, mehr die gibt es ihm mehr nicht. Aber die sind mega cool. Das sind per Menschenhand gezüchtete Farbmorphen. Ja, ja, klar, Selektion, ne? Ja, genau, ja. Fische, was man, sage ich jetzt mal, züchten kann, die sollte man auch züchten. Bist du auch oder dafür, halt ne? auch gezüchtet kaufen, definitiv. Und das ist halt der Vorteil, ne? Es werden relativ wenige gezüchtet, die gezüchtet werden, da kann man dann auch rumexperimentieren mit Farben und so. Richtig. Ne? Die Profis, halt, die Profis können das. Ja. Ist ja auch ein Fulltime-Job. Ja. Na, dann mache ich das bald. Aber Thomas, du jetzt als Süßwassertyp, aber gleichzeitig auch... Fühl ich überhaupt nicht wohl. Nein, nein, aber du stehst ja komplett auf Fische. Findest du nicht so Meerwasserfische schon extrem imposant irgendwie so? Anders, ja, anders imposant. Also sind auch schön. Ich finde aber auch die Korallen toll. Also der, ja, jeder Fisch hat seine Daseinsberechtigung. Ja, nee, wir haben uns ja auch letztens getroffen und haben ja auch noch drüber gesprochen und so weiter. Ich hätte sowas auch ganz gern. Ich würde mir das auch angucken. Ich hätte aber überhaupt gar keine Lust, das selber zu machen. Ich finde es schön, es ist alles super geil. Ich finde es auch super interessant. Ja, kein Problem. Du brauchst nur uns beauftragen. Aber das ist mir zu komplex, glaube ich, aktuell. Ja, heutzutage ist das aber auch nicht mehr so komplex. Ist gar nicht so komplex, also vor oder? Vor 15 Jahren, wo ich angefangen habe, oder vor 15 bis 20, also da war das schon deutlich viel, viel schwieriger. Heutzutage ist ja die viele Technik, Produkte, die toll sind, die Technik so weit und die Produkte, was es im Markt gibt. Also ich sag fast, ich habe früher Diskus gezüchtet und Wasche, Süßwasser, Malawi. Also ich finde es fast einfacher, weniger Arbeit wie ein Süßwasserbäcker, sage ich jetzt mal, wo man jeden Tag der Mulm vom Boden. Ja, vom Handling her finde ich es jetzt auch schon so viel entspannter, jetzt seitdem es läuft. Ich zeige euch mal die Perlen, die Algen dran. Leute, ich hoffe, man kann alles verstehen. Es ist lautstärke technisch immer ein bisschen schwieriger hier. Ach genau, oh, das ist ja mein Lieblingsfisch, ne? Picasso. Das ist so ein geiler Fisch einfach. Und dann auch noch ein Feuerfisch. Beides so geile Fische, finde ich. Ja, da haben wir auch noch einen Paddelbarsch drin. Guck mal, wer da rausguckt. Der wird ja so groß, ne? 40 cm, ja. Und der, ist das hier ein Rotzahndrücker? Das ist ein Rotzahndrücker, genau. Voll im Abnörden, Alter. Ich halte einfach die Kamera drauf. Achso, du hast jetzt noch Krabben, die auch noch gut gegen Algen sind, ja? Die sehen ein bisschen aus wie Spinnen. Oh, sieht aber schon geil aus. Geil. Oh, der packt er die einfach. Der packt er die einfach. Ganz kurz, mal hin. Vielleicht seht man es mit der Kamera. Ich mach mal ein bisschen sauber. Das ist ein Männchen. Das erkennt man woran? An der Spitzentasche. An diesem Dreieck da. Genau, genau. An dem Dreieck. Okay. Jetzt können wir mal zum Vergleich. Lassen wir sie wieder frei. Das ist Weibchen. Ah, rund. Rund. Ah, okay. Seht man ganz deutlich. Und davon nimmt man dann ein Pärchen oder ein wie? Pärchen, ja. Da aber die auch können nur ein Pärchen reinsetzen, weil sie sich sonst, sage ich jetzt mal, bekämpfen würden, ja. Aber die kriegen jetzt keinen Nachwuchs oder sowas, ne? Die kriegen keinen Nachwuchs. Gibt es überhaupt irgendwas, was noch Nachwuchs kriegt, außer Kardinalsbarsche? Also es gibt schon viele. Es gibt garantiert 30 Meerwasserfische, was auch Nachwuchs, aber auch gezüchtet werden können. Auf jeden Fall sind das die Perkins, das ist jetzt Männchen und Weibchen, da sind sie zusammen. Und die sind den ganzen Tag am Algenpicken. Also und die finden auch immer genug Essen im Aquarium. Richtig. Die fressen ja auch, sagen wir mal, Futterreste, wenn irgendwo Artemia ja mal in einen Stein reinfällt. Oder Plankton oder so. Ja, natürlich. Die werden noch ein bisschen größer, aber das macht nichts. Voll die schmeißen nichts um, die sind äußerst vorsichtig, die sieht man fast nicht. Also wirklich schon, ne? Absolut top. Die sehen aber auch echt ziemlich cool aus, finde ich. Aber Krabben sind auch echt cool. Ich meine, ich feiere deine, die du und die kommen ausschließlich von der Karibik nur vor. Perken und Gebese. Die ist sogar ein bisschen lila, ne? Ja, ja. Die Zeichnung, du die noch ausprägen, wenn es ein bisschen größer wird. So lila, also Vanille, die sehen wirklich auch noch super aus dazu. Echt tolle Typen. Und super nützlich. Der ist halt das tolle Meerwasser. Du hast halt für alles meistens einen Gegner. So, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Gedanken ich mir jetzt wieder gemacht habe oder wir uns auch gemacht haben, was jetzt irgendwie alles rein kann. Du würdest mir am liebsten direkt
6 Fische mitgeben, ne? Das ist aber 5, 4. Ich habe ein bisschen den Struggle. Ich würde natürlich auch, ich meine, wir sind jetzt 3 Stunden gefahren, ich würde am liebsten jetzt auch direkt 5 Fische mitnehmen. Und wenn er mir sagt, dass die reinpassen und so, alles in Ordnung. Aber ich will jetzt auch nicht die komplette Reizüberflutung machen, dass ich auf einmal so viele Fische drin habe. Ihr könnt auch nochmal jetzt spontan eure Meinung dazu reinschreiben, ob euch das zu viel wird oder nicht. Ich habe auf jeden Fall öfter mal die Kritik gelesen, dass ich nicht zu viel machen soll, weil früher habe ich auch immer den Fokus auf jeden einzelnen Fisch gelegt. Und eigentlich will ich das jetzt auch wieder machen. Was wir auf jeden Fall noch mitnehmen werden, ist safe. Damit fangen wir jetzt auch erstmal an. Dann kann ich im Hintergrund nämlich immer noch überlegen, was ich jetzt mitnehme. Wir fangen an jetzt nochmal mit mehr Cleaning Crew, also mehr gegen die Algen. Das heißt, wir haben Krabben, Schnecken und einen Seestern nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Richtig cool. Komm, das packen wir jetzt erstmal zusammen und ich überlege dann im Hintergrund noch, was noch dazu kommt. Erstmal den Sandseestern. So, der Sandseestern. Das ist jetzt ein Seestern extra nur für den Bodengrund. Richtig. Der sorgt jetzt einfach dafür, dass alles mal ein bisschen durchgewühlt wird und der frisst auch Reste, die im Boden... Reste, wo im Boden drin sind und wühlt quasi den Boden komplett um, hat dadurch ein sauberer Boden. Also ist ein bisschen also ziemlich so... nützliches Ding. Ist ein Must-Have eigentlich ein für... Ein Must-Have, ja. Ja, okay, sehr gut. Mal schön unter Wasser einpacken, Seesterne nicht an die Luft kommen. Ach so, der darf nicht an die Luft, ja. Nein, sollte nicht. Ähnlich wie der Seeigel. Richtig. Und der Seehase. Immer schön unter Wasser. Ja. So, jetzt haben wir einmal den Sandseestern. Dann haben wir noch so einen roten, oder? Einen roten, ja, stimmt. Dass man ein bisschen was fürs Auge hat. Richtig geil, ich bin nach wie vor immer noch komplett überfordert. Kommt alles mit der Zeit. Und jetzt kommt noch ein Seestern rein, was ich sehr, sehr cool finde, weil als ich am Anfang damit angefangen habe, oder auch, glaube ich, viele, denkt man direkt an so einen Seestern, weil das so ein klassisches Ding ist, was man so kennt aus dem Meer. Aber dann wird man irgendwie relativ schnell ernüchtert, dass Seesterne irgendwie doch nicht so toll sein sollen. Ja, es gibt ein paar Sorten halt, wo gut haltbar sind. Aber es gibt auch viele, wo nicht gut haltbar sind. Die sollte man auch im Meer lassen und nicht importieren. Und warum kann man die teilweise nicht gut halten? Ich denke, dass es die Ernährungsprobleme ist von den Seesternen. Und mit dem geht's aber? Ja, ja. Weil der weniger anspruchsvoll ist in der Ernährung, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Das also weiß ja keiner so wirklich. Du weißt nur, dass er sich gut halten lässt im Aquarium. Genau, warum, genau, weißt du nicht so genau? Natürlich muss das Aquarium wie bei dem Leierfisch auch gut eingefahren sein. Ja, okay. Also er braucht schöne kleine Mikrotierchen, dass ja er sich auch ernähren kann. Also so ein Seestern ist nichts für den Anfang. Okay. Aquarium minimum halbes Jahr laufen. Und wann kann ich so eine Muschel reintun? Eigentlich, wenn das Wasser passt, so wie es im Moment ist, kann man auch eine Muschel rein. Aber wie gesagt, sie ist empfindlicher. Die ist empfindlicher, ja, ja, was Schwankungen ist auch betrifft. Ein Filtrierer. Muschel, also ne? Ist schon für erfahrene Aquarianer vorbehalten. Also lassen wir es jetzt erstmal. Kann man immer noch gucken. So, da sieht man das jetzt auch gut. Boah, der ist wirklich knallrot. Also der wirklich ist knallrot, krass. Also roter geht nicht mehr. Und wie groß wird der? Ausgewachsen so. Also schon ein ziemlicher Oschi eigentlich für mein Aquarium. Ja, 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 aber der ist auch friedlich. Der legt sich meistens über die Steine mit den Ärmchen. Also er wird niemals so ausgebreitet irgendwo liegen. Und der ist ja auch langsam. Also Platzmangel sehr wird er nicht empfinden, ne? Ja. Okay. Geil, auf einmal Seesterne, mit denen hätte ich gar nicht gerechnet heute. Also zum Thema Schnecken, Leute. Ich hatte ja 5 Turboschnecken oder 4 Turboschnecken und eine große. Die wurde mir als Turbo Razor oder so verkauft. Ich glaube, die ist jetzt relativ ähnlich von der Größe auf jeden Fall. Aber die sieht ganz anders aus, weil die so schwarz-weiß ist irgendwie. Aber muss ich dazu sagen, bei mir hat sich keine einzige Schnecke gehalten. Das wurde mir aber schon angekündigt, als ich beim Horst damals im Mega zu die Schnecken gekauft habe. Hatte ja, habe ich sogar auf Video hier im Blog schon gesagt. Ah, das ist immer so ein Problem mit den Schnecken. Die werden da wirklich behandelt wie Gegenstände und irgendwie so abgepflückt und die sind meistens nicht so in einem guten Zustand. Da wollte er mir die schon gar nicht so richtig verkaufen. Und jetzt hat sich halt rauskristallisiert, dass sie sich halt auch wirklich nicht lange gehalten haben. Aber du hast gesagt, die werden sich jetzt auf jeden Fall lange halten. Die werden sich auf jeden Fall halten. Wenn Algen vorhanden sind natürlich. Ja, aber wieso halten die sich jetzt besser? Die sind jetzt in einer besseren Kondition. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich habe einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht und fühle mich dann schlecht. Probier sowas. Probier die aus und wir werden sehen. Okay. Also ich bin mir sicher, dass du damit keine Probleme bekommen wirst. Aber alles gut festkleben. Wollte ja kann schon sein, dass es als eine Koralle mitnehmen. Also alles, was wir jetzt gerade zusammensammeln, ist so dein Hauptding Cleaning Crew. Also die ja wichtigsten Tiere, die gehören für richtig dich auf jeden Fall dazu. Gehören als Top rein und deine Algen gehören der Vergangenheit an. Also die gehören für dich zu den Top-Algenfressern. Vor allem wollt ihr halt auch jede Algeart essen. Die Krabben. Die Krabben. Ganz wichtig. Sind die so viel nützlicher als die Mitrax-Krabben? Kann man jetzt schlecht differenzieren. Aber die sind alle beide super nützlich. Okay. Lass uns mal so stellen. Ach, Männchen und Weibchen jetzt, ja, ne? Ja, jetzt müssen wir Männchen und Weibchen suchen. Ein bisschen aus wie Spinnen. Ja, große Scheren hier. Das Weibchen kriegt nur halb so große Scheren. Okay. Das werden wir jetzt gleich sehen. Kann der dich nicht pitchen? Nö. Die sind zu klein, ne? Die kitzeln nur. Können die eigentlich auch über Wasser atmen? Ja. Also es gibt auch in Bali so eine Art wie die Gibesis und die leben auf der Fellvorsprung. Ja. Und der, boah, sieht der cool aus. Ja, die nehmen wir. Da cool sieht man jetzt auch die Schere. Doppelt so klein. Ja, okay. Die fressen den ganzen Tag. Aber noch cooler ist das hier, ne? Ja, die Kleine.
Die Boxerkrabbe. Oh ja. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Die haben wir gerade noch spontan entdeckt. Die packt sich kleine Anemonen vorne an die Scheren. Ja, sozusagen. Also das ist die Abwehr, die Anemonenbüschel. Die wachsen da drauf. Also aber die wachsen nicht an sich, sondern die hat die sich irgendwo hergenommen, ne? Und hält die fest. Oh Gott, da bin ich jetzt echt überfragt. Aber ja, wurde mir gerade gesagt. Also die kann die wohl auch abwerfen. Ist das hier ein Borstenwurm? Der ist ein Borstenwurm. Boah, ist aber ein richtiger Oschi. Ja, ne? Ja. Findest du das gut, dass ich den filme? Das macht mir nichts. Die sind ja auch recht gesund fürs Diebsandbett. Okay. Also, aber die können auch ein bisschen wehtun, oder? Sie können, habe ich schon oft reingelangt, ja, aber das merkt man mit der Jahre auch nicht mehr. Bei den Fischen ist ja eigentlich sehr sinnvoll, sogar für den Bodengrund. Nur wenn die natürlich zu groß werden, können sie auch, sagen wir mal, Korallen angreifen. Aber haben wir bisher seit 15 Jahren noch nie den Fall gehabt. Okay. Ich finde, diese Krabbe sieht so krank aus. Sie sieht wirklich aus, als wärst du die filigranste Handarbeit ever irgendwie. Guck mal, wenn ich jetzt den Finger hinpacke, dann hält sie sogar ihre Püschel da hoch, weil die sich damit verteidigt, weil die haben halt auch ein Nesselgift und das kann sie dann quasi, damit kann sie dann auch Fische abwehren. Richtig krass. Das ist, für optisch finde ich jetzt schon mit Abstand das heftigste im Aquarium. Also wir hatten jetzt so viele Fische, die optional wären. Entweder es wird der, wie heißt der? Ein Demoiselle Springeri. Dann haben wir einmal den Rubeus, Ciliabrus Rubeus von den Malediven. Ganz frisch neu auf dem Markt. Ganz frisch neu auf dem Markt, ja. Und dann haben wir noch unseren Höhlenforscher zur Auswahl. Oh ja. Der Höhlenforscher, der von einem Mitarbeiter von dir kommt, der sein Aquarium ausgelöst hat, ne? Aufgelöst, nicht ausgelöst. Ja, was eigentlich schon wieder ganz cool ist. Der hat nur nicht so viel Farbe, aber ich finde den charakterlich und so, finde ich ihn richtig, richtig geil. Ja, entweder... Entscheidung wird schwierig. Ja, voll. Und vorne haben wir noch einen gelb-blauen. Also charakterlich vom Verhalten her finde ich den hier eigentlich am geilsten. Ja, hier machst du. Muss eh, ne? Der ist eh safe. Weil dieser Fisch eh safe ist, überlege ich einfach, den mitzunehmen. Ihr habt mir beide nicht dazu geraten, weil es schon wieder keiner ist, der Farbe hat. Also richtig. Nee, stimmt nicht. Ich hab's ja wohl gedacht, dass ich ihn geil finde. Ja, aber dann habe ich immer noch keinen. Ja, und ich auch. Der Markus hat gesagt, der ist nicht. Ey, ich würde den super gerne, ich lieb den. Ich lieb den jetzt schon. Also frage mal ein. Isis absoluter Lieblingsfisch. Ja. Das ist er jetzt. Der ist schon cool, oder? Der aber muss doch einen Namen geben. Ja, der kriegt einen Namen. Vladimir. Vladimir, der fast honig. Der Höhlenforscher. Vladimir, der Höhlenforscher. So, jetzt lass mal gucken, wo ist er hin. Sag mal, warst du auch in so einem chinesischen Kloster, dass du die Zweikescher-Technik beherrschst? Ja, stimmt. Hier ist er, rechts. Perfekt, kommt die chinesische Methode. Boah, jetzt wird's aber komplex. Jetzt wird komplex hier die ganze Geschichte. Ja. Und er findet aber genau seinen Zentimeter. Genau raus. Oh. Jetzt haben wir. Hast du? Ja. Oh ja, er ist drin. Zuck. Hab dann? Jawohl. Vladimir, der Höhlenforscher. Da ist er. Was ist mit deinen Rückenschwimmern hier? Ja. Kommen die jetzt noch mit? Das ist ja dein Aquarium. Für Thomas, ne? Ich find's cool. Ja. Du hast gesagt, das ist wenn du die jetzt richtig. Ich finde die auch cool. Ich habe die bis jetzt noch gar nicht so richtig gesehen. Ist das auch gerade aus hier? Ja, das hat ja Sebastian extra gemacht. Markus, wir brauchen für den Thomas noch die Rückenschwimmer. Der arme Mann hat ja kein Meerwasser-Aquarium. Ist auch schon einfach wieder 20 vor 6. Wir müssen noch 3 Stunden zurückfahren. Also, Thomas ist ganz großer Fan von diesen Kollegen da, weil die auf dem Rücken schwimmen, ne? Kann man doch eigentlich ganz einfach zusammenfassen, oder? Ja, das. Und die, das, also jetzt macht es natürlich nicht, kleben sie an der Wand. Aber die haben halt so eine Saugflossen haben die auch. Die kleben wohl, der Sebastian hat es erklärt, die kleben wohl in den Höhlen unter dem Riffdach. Lutschen die ab. Ja? Ist ja gut, dass sich auch einer mal um die dunklen Stellen kümmert. Da hinten sind sie die Saugwölfe. Mhm. Wo ist denn jetzt? Da hinten mal auch einer. Nummer uno. Aber die musst du jetzt auch wirklich benennen, Thomas, weil das sind quasi deine. Genau. Ich lasse mir noch was ein, für bis zur Box, okay? Okay. So, zweiter. Ist das jetzt ein Pärchen? Ist, glaube ich, ein Pärchen, ja. Also sie harmonisieren und... Ja. Ist ja egal, ob... tun, ist eigentlich egal. Ist ja egal, ob zwei Männchen, zwei Weibchen, solange die... Sehen, ne? Wir leben ja in 2020. Gut, ich würde sagen... Aber sie sind drin. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt mehr als genug. Ich wollte eigentlich ging es mir um einen Fisch ursprünglich und um eine Cleaning Crew. Und die Cleaning Crew wurde jetzt aus irgendwelchen Gründen viel größer und ausgefallener, als ich eigentlich dachte. Mit 2 Seesternen, Krabben, Schnecken. Also Krabben und Schnecken hatte ich auch auf dem Schirm, aber die Seesterne nicht. Und jetzt haben wir sogar insgesamt 3 Fische.